Wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich glaube, ich werde wirklich krank, aber das erzähle ich ja schon seit X Episoden. Gut, Fakt ist, ich habe Bock auf Soma. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Ist noch eine Kleinigkeit zu hell hier drin, wa? Na komm. Na komm, lass so. Passt schon. So, weiter im Text. Alter, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Da ist immer noch dieser komische Johnny, der mich verfolgt und voll labert. We have to leave. Offensichtlich hat er beschlossen, er ist jetzt mein Kumpel. Alter, reiß dich mal zusammen. Ich hab dir schon mal gesagt, wenn ich an einem Herzinfarkt krepiere, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Bei was auch immer. Kerl, du gehst mir auf den Sack. Halt die Fresse jetzt. Was ist hier eigentlich los? Nichts. Gut. We have to stop it. John Ross. Der Joan Ross heißt der Mensch. Aber nicht rein. Okay. Laberst du mich jetzt die ganze Zeit voll, Kollege? Das ist kontraproduktiv. Ja, ich habe das schon verstanden. Sie wird nicht aufhören. Was zur Hölle will... Was zur Hölle will dieses komische Vieh von mir? Ist hier irgendwas? Was hat der? Hallo? Du siehst komisch aus. Ist ja schön artig. Ich tu dir nichts, ne? Also. Oh, es hat zumindest noch einen menschlichen Fuß und der Rest ist aber, glaube ich, irgendwie schon. Oh. Entzückend. Ganz, ganz entzückend. Gibt's hier irgendwas von Interesse? Licht an aus. Ja, okay. Strange. Wieso geht denn dieser Scheißschrank nicht auf? Aber es ist offensichtlich nichts von Interesse drin. Ey Leute, vor lauter Bildstörungen sehe ich kaum noch was. Langsam fängt das ein bisschen an zu nerven. Mir nicht auf den Sack. Woher kennst du überhaupt meinen Namen? Tag. Nichts von Interesse. Wer bist du? Can we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark. Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Okay. We'll leave it behind. We'll all be dead one day. Then what? We'll better keep it safe until then. Don't want the Wild to take it, swallow it whole. Besser nicht, ne? I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Okay. Also ich weiß schon langsam nicht mehr, wie ich die Ereignisse hier noch kommentieren soll. Ich blicke nämlich schon lange nicht mehr durch. Der 3D-Drucker für Essen. Geil. Geiler Schissel. Hier? Nichts von Interesse. Wer wohnt hier? Kann das nicht lesen. Whatever. Nein? Hallo? Noch mehr komische Leute, die so langsam in Maschinen assimiliert werden, glaube ich.
Der ist im Arsch. Aber der zuckt noch hier. Guck mal. Dein Sohnerich, nehme ich an. Scheiße, Leute, echt. Das ist ganz schön beklemmend. Er hat auch noch was mitzuteilen. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life. I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have watched. Taken the chance. There's time. If Ashkin says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. Krasser Scheiß, Freunde. So. Bathroom. Ja. Okay. Hallo? Nichts von Interesse, glaube ich. Gut, hauen wir auch direkt wieder ab. Und das ist Infirmary. Was heißt das nochmal auf Deutsch? I don't know. Morning. Da geht eine Leiter rauf. Aha. Da soll ich höchstwahrscheinlich lang, aber ich glaube, hier vorne war noch ein Raum. Ich muss ja erstmal alles auskundschaften. Warte mal. Hier ist gerade so eine ominöse Knospe. Da stecke ich mal kurz die Faust rein. So. Junge. Keine Ahnung, was das für Knöpfe waren. Ich habe sie einfach mal gedrückt. Ich drücke hier vorsichtshalber alle Knöpfe. Oh, da ist noch eine Leiter. Da geht's nach unten. Ja, schön. Und hier so, Dispatch. Na. Moin. Aha. Gehen wir da mal rein. Halli, Hallöchen. Okay, da sind Notizen, da ist ein Terminal. Aber ich, Blödmann, habe wieder vergessen, vorher pissen zu gehen. Hahaha, ich gehe mal schnell, ne? So, wieder am Start. Okay, dann machen wir mal Luki Luki. Was haben wir hier für einen Zettel? Wir sind im Arsch, ja. So kann man eure Situation zusammenfassen. Was haben wir hier? Zack. Ach du Scheiße. Ah, tonnenweise Informationen. Offline, offline. Offline, 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 offline. Verbindung nicht herstellbar. Was ist das hier? Lissabon. Achso, ja, Lissabon ist weg. Cadiz ist wahrscheinlich auch weg. Okay, Comlogs. Ja, interessant. Tür vor Riegelung. Mach mal alles auf. Ja, nice. Hier auch, bitte. Ah, ne, da brauchst du einen Code. Da brauchst du einen Code. Mir ist noch kein Code begegnet bis dato. Halt. Zurück. Wo bin ich denn gerade? Krankenstation unbesetzt, ist aufgeschlossen. Okay. Aha, ich kann sogar Türen verschließen. Hm. Naja, gut, so viel dazu. Transportlinie, bla 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 bla. Nichts Genaues weiß man nicht. Morning. Work Area. Da kam ich doch. Da kam ich doch mal. Kam ich da nicht her? Shit. Orientierung verloren. Geh mal vorgucken. Flitz. Ah, Sackgasse, geil.
Ach, hier kam ich ja runter, genau. Und dann ist die Leiter weggeknickt. Okay. Verstehe. Jetzt bin ich mir aber selbst ein bisschen unschlüssig. Die waren doch so Leitern. Alter. Halt die Fresse. Ich geh jetzt mal hier rauf. So. Mal gucken, was da oben so ist. Schönen guten Tag. Ach, Infirmary ist, glaube ich, so die Krankenstation, ne? Da sitzt einer. Hallöchen. Du kannst sprechen? Du lebst ja noch. Hallo? Okay, ich habe einen offensichtlich. Ein menschliches Wesen, ein lebendiges, menschliches, biologisches Wesen. Can I help you with anything? Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns mal unterhalten, aber ich bin gerade noch ein bisschen geflasht. Ja, komm. Hallo. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. Mm-hmm. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Okay. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the Gun of Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. Been guarding it. Da steht das Ding doch. Back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Get you anything? Do anything for you? You could kill me. Shit. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. If I knew you'd come, I would clean this place up a little bit. I'm glad you came by. Good to get this over with. Ich soll sie killen. Ja. Ich glaube, das wäre schon irgendwie das Humanste, ne? Mal gucken, hast du noch mehr zu sagen? Are you serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a razor. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Okay, dann wird's wohl darauf hinauslaufen, dass ich bei ihr auch den Stecker ziehen soll, ne? Oh, Mädels. Boys and Girls. Was ist das für ein Spiel? Was haben wir denn hier? Be my guest. I got no secrets worth keeping. Da irgendwas passiert? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Da wird nichts passieren. Türverriegelung. Ach, das ist die Kabine von diesem Johann Ross, genau. Oh. Okay. 2768, okay. Gut. Dann ist die jetzt auch offen. Schön. Glaube ich. Hoffe ich. Aha. Klar. Dateien wiederherstellen. Eine Sonde damit. Mit dir, Mutti. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know. Scheiße. Ja, komm. Hau rein, Mädchen. Would you stay with me, please? Ja. It won't be long now, just... Please, just stay. Ich bleib bei dir. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray. Okay, mein Gott. So ein junger Hüpfer noch. Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos, liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you're still there? Ich bin hier, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there, to the stars. Das war's dann wohl für den letzten lebenden Menschen. Blackbox is inactive. Probably found a way to switch it off. Scheiße. Das drückt ja schon ganz schön auf die Stimmung, ne? Naja. Okay, dann hast du es auch hinter dir. Gut, ich grabsch mir jetzt das Ding hier. Oh mein Gott. Ist doch etwas sperrig. Was ist denn da für Knöpfe hier? Was zum... was geht jetzt ab?
ist so ein Lastenaufzug, so für Kleinkram. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mit dem Dingen hier nicht, No way I can climb a ladder and carry the ark like this. Genau, das habe ich mir gedacht. So geht das nicht. Ich bin hier oben in der Infirmary, ne? Ah! Rumpelbumpel. Genau. Ja! Zack! Haha! Ah, warum juckt mir denn die Nase so, verdammte Axt? So, und jetzt schicke ich das Ding runter in den Gemeinschaftsraum. Glaube ich. Gryffindor Gemeinschaftsraum. Und dann gucken wir erstmal weiter. Jetzt gehe ich erstmal in dieses Büro von diesem komischen Ross-Kollegen-Typen da. Das ist, glaube ich, hier direkt gegenüber. Summ, 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 summ. Genau. Jetzt will ich doch mal wissen, was er mit dem auf sich hat. Aha, er ist offensichtlich nicht in seinem Bett gestorben. Achso, das ist nur Zeug. Noch mehr Zeug. Diverse Fotos? Was zum Geier ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ich kann da kaum was drauf erkennen. Okay. Kann ich alles nicht so wirklich identifizieren, ne? Wo sind wir eigentlich gerade? Bei Tau, ne? Dann kommen wir jetzt, glaube ich, bei Alpha vorbei, auf dem Weg nach Phi oder Phi. Und bei Phi ist die Space Gun. Okay, wir kommen bei Alpha vorbei und da ist der Kern der Wow. Ist das der Kern der Wow, was wir gerade hier auf den Bildern gesehen haben? Möglich. Tütlich. Und hier so? Ja. Lustiges Diagramm. Auf dem iPad? Ach je. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volcheck to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Ist dieser Herr Ross vielleicht der Schöpfer der WoW? Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. Okay. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. Yeah. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. Was zum Fick macht dieses Ding? The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Oops, abgewürgt, scheiße. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know,
to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Mir kommt da gerade ein stranger Gedanke, Freunde. Dieses komische Ding, was mich hier die ganze Zeit verfolgt und offensichtlich mehr oder weniger auf meiner Seite zu stehen scheint. Ist das vielleicht dieser Russ, der auch schon eine ganze Menge von der WoW abbekommen hat, aber offenbar immer noch, dennoch, trotzdem... Hä? Ich blick hier nicht mehr durch. Ich blick hier nicht mehr durch. Gut. Achso, hier muss ja jetzt irgendwo dieser komische Lastenaufzug sein. Da hinten ist er. Britzel. Da ist er. Da ist die Arsche. Was mache ich denn jetzt damit? Was ist denn, wenn ich dich... Ach nee, ist ja alles kaputt gegangen. Okay, dann muss ich die wahrscheinlich erstmal mitnehmen. Gucken. Jetzt im Dive Room soll ich, glaube ich, runter. Nehme ich mal an. Damit ich hier rauskomme. Aber ich kann mit dem Dingen in der Hand auf gar keinen Fall Leitern steigen. Leg nochmal kurz ab. Wir gehen erstmal da runter und schauen mal, was da überhaupt abgeht. Moin. Was ist hier los? Hallo. Bitte? Alles gut? Ich mach doch nur Spaß. Ich wollte doch nur mal gucken. Ich hab Puls. Ordentlich Puls, ja. Gucken wir mal in die Schränke. Das sind ja so diese Aufbewahrungslocker von diesen Powersuits, ne? Wenn ich mich nicht irre. Aber da ist nichts drin. Ah, kann ich hier? Düt. Na komm. Pumpel. Ach nee, das war ja einfach. Schön. Trotzdem, ich mache erstmal die Tür auf und werf mal einen Blick dahinter. Oh, Schleichmodus. Fluten. Fehler. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Nimm das Ding mit. Okay. Ah, geht doch auf. Okay. Hallöchen. Irgendwas ist hier schief gegangen. Ah, okay. Hier kann ich das Ding schon mal hinstellen. Dann habe ich zumindest die Hände frei. Oh, zu die Tür. Ich glaube, wir wollen gleich geflutet werden. Ah! Hä? Warte auf Fracht. Benutzer Catherine John. Anbr? Aha, okay. Keine Ahnung, was da jetzt genau vor sich geht. Aber es scheint okay zu sein. Config. Ah, Fehler. Juhu. Oh ne, dann lassen wir das einfach mal so. Ich glaube, das ist schon okay. Und jetzt schwenke ich mit meinem Omni-Tool. Schwenk. Zugriff gewährt. Was zum Geier geht hier gerade vor sich? Hallo? Oh, da ist roter Text. Sequenz angehalten, Druckausgleich nicht möglich. Ja. Schön. Und jetzt? Zugriff gewährt. Was ist das? Okay, hoppla. Ach, ich mache jetzt hier quasi manuelle Flutung. Ich reiße einfach die Rohre ab und
Ah, okay. Da ist noch eins. Zack. Ja, ja, ja. Das Wasser steigt. Allerdings nicht weit genug. Oh, jetzt ist die Sicht wieder so unscharf. Das ist doch kacke. Leute. Ich erkenne kaum noch was hier. Muss ich die komplett abreißen? Ne, geht gar nicht. Ja, und jetzt? Hallo. Also irgendwas muss hier noch passieren. Ah. Eieiei, okay. Jetzt. Habe ich mich jetzt umgebracht oder? Was zum Geier ist jetzt schon wieder passiert? Alter Verwalter. Okay. Michel Hechel? Okay, wir sind jetzt offensichtlich. Wir sind geflutet. Ja, die Luke geht auf. Sehr schön. Das ist doch okay, ne? Dieses Teil transportiert die Arche jetzt hier durch die Gegend. Cool. So weit, so gut. Ganz gut, ne? Oder? Ja, okay. Dann muss ich das Ding auf jeden Fall nicht schleppen. Das ist ja prinzipiell schon mal gar nicht dumm. Aber Soma wäre nicht Soma, wenn jetzt nicht gleich noch irgendeine ekelhafte schweinische Scheiße passieren würde. Lalala. Hä? Ah ja. Einfach mal die Rübe einziehen. Ey, ey, nicht so schnell, Freunde. Rumpumpel? Es rumpumpelt. Schon wieder so ein bisschen Puls. Na toll. Hallo. Nicht so schnell, bitte. Ich will mit. Knarz. Okay, hallo. Hüpf. Kann ich irgendwie drüber? Das. Nee. Das sieht nicht gut aus. Toll. Und jetzt? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Was stimmt nicht mit dir? Ich komme da nicht durch. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht zaubern. Hep. Kannst du mir mal ein bisschen helfen, anstatt mich nur voll zu labern? Mit deinem Scheiß. Ah. Oh. Ich glaube, da rechts da geht noch eine. Hier so? Geht da irgendwo noch ein Gang ab? Hä? Da ist ein winziges Loch. Da passe ich durch. Da hätte ich jetzt nicht viel gerechnet. Hä? Cool. Rumpumpel, rumpumpel, rumpumpel. Morning. Ah, endlich wieder planlos auf dem Meeresgrund herumlatschen. Geil. Heiße Quelle oder sowas. Lustige kleine Fischis. Schön, schön. Ja, ja. So muss das wohl sein. Interessante Geräuschkulisse, by the way. Ja, schön, immer den Lichtern nach, ne? Wir machen das schon. Wir machen das schon. So, und wenn ich mich nicht irre, ist die nächste Station, auf die wir treffen werden, Alpha, wo uns das Herz der Wow erwartet.
Das kann ja heiter werden. Naja, okay. Latschen wir jetzt einfach erstmal hier lang. Jetzt ist allerdings die Arche irgendwie weg. Ja, okay. Wir nähern uns Alpha, ganz eindeutig. Eieiei, okay. Das sieht schon nach ziemlich dicken, fetten Auswüchsen der Wao aus. Lecko funny. Na schön. Haha, nix wie rein. Was soll der Geiz? Ich tat ja sonst nichts. Ich höre komische Geräusche. Hier so. Tag. Alles cool bei euch? Okay, schön, schön. Scheiße, jetzt muss ich mich wohl mit der Wao anlegen. Ach hey je, ach hey je. Hahaha, lol. Wird doch gelacht. Ich mach das schon. Da rennt die Viecher rum. Obwohl, könnten noch Fische sein. Jo, wow, wow, ahead. Hahaha. Hallo. Es ist richtig gemütlich hier unten. Also, es wird immer schöner. Muss man die Dinger noch selber hochschieben? Scheiß Technik. Ja. Hallo. Alter. Hier ist es mal richtig ungemütlich. Zack. Zack. Hier ist doch bestimmt wieder irgendein Vieh unterwegs. Scheiße, ich will hier nicht rein. Ich sage schön immer an der Wand lang. Rennt doch garantiert. Hier rennt doch garantiert nur irgendwo ein Vieh rum. Komm ich hier durch? Nein. Aha. Aha. Morning. Leute, Leute, Leute. Ich will da nicht rein. Was ist das hier für eine Schmodderpampe? Kann ich mit dir reden? Bist du die Wao? Hallo? Angenehm. Jared. Simon Jared, der Name. Okay, okay. Weiter im Text. Tralala. Ja, ich glaube, ich bleib lieber im Schleichmodus. Da haben wir mehr davon. Ah, was eine Schmodderpampe. Das ist ja ekelhaft. Just tell me what you want. Genau. What? How? Enslaved protein sloshing around your suit. Is there a switch to the power of the life itself? What are you talking about? As soon as I came to. Venomous snake.
Okay. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, son. Now strike. Okay, Freunde des guten Geschmacks. Wie gesagt, ich blick nicht mehr wirklich durch bei dem Spiel. Aber offensichtlich nähern wir uns der WoW. Grund genug für mich, mir noch ein leckeres Zigarettchen zu drehen. Und dann gucken wir uns das mal an. Ha, leck mich am Arsch. Also ich habe mich jetzt in der letzten Zeit nicht wirklich grob erschrecken müssen. Aber mein Grusel-Level, sag ich mal, steigt die ganze Zeit über konstant an. Also ist... Es ist ein komisches Gefühl, dieses Spiel zu spielen. Sagen wir es so. Und es wird langsam aber sicher immer komischer. Ich bin jetzt sehr, sehr angespannt. Und wenn jetzt noch irgendwelche Viecher so Jumpscare-mäßig aus der Ecke springen würden, könnte es sein, dass ich kreische wie ein kleines Mädchen. Da diesbezüglich wollte ich euch nur vorwarnen, ne? Also. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was jetzt noch auf uns zukommt. Zip. So. Lecco mio. Ich kann es immer nur wieder wiederholen, dass ich dem guten Adrian sehr, sehr dafür danke, dass er mir dieses Spiel empfohlen hat. Und ich bin so ein kleines bisschen stolz auf die gute Anna, von der ich auch schon gesprochen hatte, die sich von mir mit diesem Spiel hat anstecken lassen und das irgendwie so innerhalb von 15 Stunden durchexerziert hat. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt irgendwas mitbekommen hat von dem Spiel, außer die Jumpscares und die gruseligen Passagen. Die Handlung und so, die dürften sich ihr eigentlich nicht erschlossen haben, aber okay. Vielleicht hätte ich das auch so machen sollen. Einfach durchgaloppieren. Das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. Nun gut. Weiter im Text. Na, ich will da nicht runter. Ich hab Schiss. Ich hab Schiss, Kinders. Okay. Arsch lecken. Aber diese unscharfe Optik, ne, die geht mir ja persönlich total auf den Sack. Man erkennt kaum irgendetwas. Das sind alles auch völlig unvertraute Formen, die der Mensch so im Alltag überhaupt nicht erlebt. Und das macht einem die Orientierung ja auch automatisch schwieriger. Schnaufhechel. Alter Vater, wir sind mitten in der WoW. Moin? Na, da muss ich wohl lang. Okay, solche links-rechts abgehenden Löcher, von denen lasse ich mich schon gar nicht mehr beeindrucken. WoW! Core Isolation Laboratory. Ja, jetzt wird's geil. YOLO! Komm, steh mal auf. Beweg dich mal einen Tacken hektischer und schon wird's kritisch. Jetzt, ja, ja, ja. Okay, ich glaube, ich bin angekommen. Da steht der Typ. Das ist doch bestimmt der Kern der WoW. Hallo, mein Freund. What the hell is that? It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2, killing it.
feed it, Simon. Push your arm into the heart. Come on. Do it. Alter, jetzt stress mich nicht. Push your arm into the heart. Alter. Let the world continue producing its filth. Kill it. Take it easy. Ganz genau. Entspann dich mal, Kollege. Vielleicht könnten wir vielleicht erstmal ein Gespräch führen und du erklärst mir, wer du bist und warum ich das hier tun soll. Alter. Halt die Fresse, Mann. Was ist ja, wenn ich jetzt sag, nö, mach ich nicht, ich gehe. Also ich bin ja so ein Typ, ich kann das überhaupt nicht ab, wenn mir einer was befehlen will, ne? Da will ich, da krieg ich... Ah, okay, das hört sich schon anders an. Was mache ich denn jetzt mit dem Dingen? Soll ich das fisten? Ich glaube, von der Erde ist eh nicht mehr viel über. Aber okay. Das ganze Spiel läuft ja darauf hinaus, dass man dieses Ding hier tötet. Ich mache das jetzt einfach mal ekelhaft. Da kann ich auch den ganzen Kopf reinstecken, theoretisch. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Ja, es funktioniert. Ja, er freut sich. Geil. Das Ding frisst mich auf. Aua. Alter, was zum... Ja, geil. Ich sag immer, lieber Arm dran als Arm ab, aber... Ey, du da! Du bist schon... Was? Hahaha. Ist der gerade von seinem eigenen Seemonster gefressen worden? Leute, jetzt mach mal halblang hier, ja? Ey, ganz ruhig. Ich hab alles, ist glaube ich weg. Ich guck mal hier. Das sieht so aus, als ob da ein Ausgang wäre. Bist du ein Ausgang? Ja, sieht gut aus. Ja, da gehe ich mal durch. Da gehe ich mal durch. Und zwar hurtig, mein Freund, schwing die Hufe. Ah! Aua, 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 was ist denn jetzt los? Was war denn? Aha. Ich will doch nur hier raus. Scheiße. Da lang. Okay. Okay. Was zum? Leute. Was zum? Okay, was bist denn du für einer? Geh weg. Alter. Ja, super. Habe soeben den Filter aus meiner Zigarette gesaugt. Ja, tolle Wurst, echt. Heute ist überhaupt nicht mein Tag. Aber Tatsache ist, wir haben der Wow, ist offensichtlich, haben wir jetzt aus irgendwelchen Gründen vergiftet. Kein Schimmer, was das genau bedeuten soll. Und jetzt befinden wir uns auf der Flucht vor einem offensichtlich rachsüchtigen Mutantenmonster von der Wow. Weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, was mit der Wow los ist. Tatsache ist, es reicht mir. Es reicht mir für heute. Liebe Freunde, krächzt Hust. Es war mal wieder schön. Und ich bin ja auch so neugierig auf das Spiel, ne? Es ist ja auch... Ah! Ich sag mal, morgen geht's weiter. Ich werde jetzt hier die Soma-Folgen raushauen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich will jetzt wissen, wie das hier zu Ende geht. Tatsache ist, für heute bin ich bedient. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken.
und so weiter und so fort. Ne? Nächste Folge kommt bestimmt, bleibt mir gewogen. Ihr dürft mich gerne abonnieren, liken, etc. Und natürlich auch euren Freunden empfehlen. Ne? Gut, damit wünsche ich noch einen schönen Abend, liebe Freunde. Ich habe euch lieb. Hauen Sie rein. Ciao.